Die Chinchilla-Katze war die erste Katzenrasse, die selektiv auf eine Farbe hingezüchtet wurde. Im Jahr 1880 wurden eine smogfarbene Perserkatze und ein Silbertabby-Artgenosse miteinander verpaart. Es entstand die Silver Lambkin-Katze. Alle Chinchilla-Katzen stammen von diesem einen Katzenbaby ab. Im Jahr 1894 wurde sie zum ersten Mal im Crystal Palace in London ausgestellt. Bis heute ist die Chinchilla-Katze ein eher seltenes Tier und bei vielen Menschen ist die Katzenrasse weitestgehend nicht bekannt, obwohl sie von außerordentlicher Schönheit ist. Die Chinchilla-Katze ist eine bestimmte Art von Perserkatze. Sie hat ein rein weißes Fell, das zartes Tipping mit Schwarz aufweist. Ihre smaragdgrünen Augen sind klar und schwarz umrandet. Es kommt zwar nicht oft vor, aber einige Chinchilla-Perser können auch die Farbe Shaded Blue, Chocolate, Lilac, Rot oder Creme haben. Sie haben einen breiten Kopf mit kleinen weit auseinanderstehenden Ohren und einem kurzen offenen Gesicht. Die Beine sind kurz, dick und stark und der Schwanz ist kurz und buschig. Die Chinchilla-Katze ist sanftmütig, anhänglich und liebevoll. Sie haben einen typischen Perser-Charakter und sind allgemein dafür bekannt, dass sie eher inaktiv und ruhig sind. So stolz die Tiere rein optisch wirken, so beleidigt sind sie auch, wenn sie ihren Willen nicht bekommen. Die Chinchilla-Katzen tränen stark, zeigen oft aber auch Hornhauterkrankungen. Zugluft sollte unbedingt vermieden werden. Außerdem tragen sie ein Gen, das zu Nierenversagen führt, der sogenannten autosomal-dominanten polyzystischen Nierenerkrankung, PKD, dadurch, dass sich Zysten an der Niere bilden. Auch der bilaterale Kryptorchismus tritt bei dieser Rasse am häufigsten auf. Das hat eine Sterilisierung der betroffenen männlichen Katzen zur Folge. Die Chinchilla-Katze benötigt tägliche Fellpflege, damit das lange fließende Fell nicht verfilzt oder sich verknotet. Sobald sich Verfilzungen zeigen, müssen diese aus dem Fell geschnitten werden. Die Augen der Chinchilla-Perser-Katzen und Kätzchen müssen jeden Tag gewaschen werden, ihre Ohren jede Woche. Wie bei allen Katzen werden regelmäßige Impfungen und Parasitenbehandlungen empfohlen. Die Chinchilla-Katze ist ein Tier, das mit der Wohnungshaltung vollkommen zufrieden ist. Ein Kratzbaum und mehrere gemütliche Schlafplätze und Rückzugsmöglichkeiten sollten auf jeden Fall auch vorhanden sein. Für weitere Informationen und unsere Tipps und Empfehlungen bezüglich Ernährung, Pflege und wie Sie Ihre Katze in kürzester Zeit stubenrein bekommen, finden Sie unten in der Beschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere unseren Kanal.